Hartwig Ebersbach hat bereits in den Jahren 1992 und 2002 im Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen ausgestellt. Hier Aufnahmen aus dem MDF1-Archiv aus dem Jahr 2002. Auch 2020, gewissermaßen als Würdigung zu seinem 80. Geburtstag, den er im Mai beging, stellt man seine Werke wieder in denselben Räumen aus, allerdings nicht ganz so umfangreich wie seinerzeit, denn momentan stehen wegen der Bauarbeiten nur sehr begrenzte Räumlichkeiten zur Verfügung. Dennoch gelang es, vom Künstler einige sehr aufsehenerregende Bilder zur Verfügung gestellt zu bekommen. Beim Betreten des Ausstellungsraums fällt sofort die Aufreihung von 18 Bildern ins Auge, die zum Zyklus Bankett der Doppelköpfe aus dem Jahr 1986 gehören. Im Grunde Selbstporträts als Kasper, beeinflusst von Asger Jorn und der Gruppe Cobra. Und hier im Bankett der Doppelköpfe kämpft er mit der Malerei, mit diesem Kasper. Er und der Kasper, wer wird siegen? Und er muss diesen Kampf immer wieder auf die Spitze treiben. 18 Mal, dann bricht er ab. Ein fantastischer Zyklus, den man sich immer weiter vorstellen kann und der sich im Grunde genommen in alle seine weiteren Bilder hinein weiterentwickelt. Nicht sofort zu sehen, wenn man den Raum betritt, ist das für diese Ausstellung namensgebende Bild die Madonna oder korrekt die tötende Madonna. Alle Gegenwartskunst versucht neu zu sein. Kunst muss immer neu, immer einen Schritt in einen Raum gehen, den es noch nicht gibt. Nur dann kann es Kunst werden. Und dieses Madonnenbild hat natürlich etwas, was noch keiner kennt, was noch keiner so gesehen hat. Noch dazu mit diesem drastischen Titel Tötende Madonna, was uns gerade im Moment vielleicht ein wenig verstört, aber diese Bilder sind lange vor der aktuellen Krise entstanden durch Corona. Und hier geht es um die Auseinandersetzung mit Malerei. Kann Malerei auch irgendwann sich erschöpfen oder an einen Endpunkt kommen? Ebersbach bestreitet das in seiner Malerei, indem er vital wie zu allen Zeiten sich über Grenzen hinweg bewegt. Also wir sehen im Grunde genommen den Farbauftrag, der nacheinander geschieht, von der hellsten zur dunkelsten Farben in großen Klecksen auf diesem Bild. Das beginnt mit Weiß über Gelb zu Orange zu leuchtend Rot zu Dunkelrot und endet im Schwarz. Und dieser Parcours von Farbklecksen auf dem Bild wird dann malerisch in einem dramatischen Bewegungsablauf, den man vielleicht als festgelegte Dramaturgie, er hat sich schon genau überlegt, in welche Richtung ungefähr diese Bewegungen dann vollstreckt werden. Denn alles, was er macht in dieser Phase, vollzieht sich auf der Basis von Traumvorstellungen. Dieses Bild ist im Übrigen nicht nur die Krönung dieser Ausstellung, sondern wird auch zukünftig die Sammlungen des Museums erweitern. Ebersbach stellte es dem Kunstmuseum zur Verfügung, weil er sich sicher war, dass das Bild hier nicht nur respektvolle Würdigung bekommt, sondern auch den seit Jahren verfolgten Weg in der Zusammenstellung der Sammlung vervollständigen wird. In gewisser Weise auch der Dank des Künstlers für langjährige Zusammenarbeit. Schlussendlich wählte Ebersbach für diese Ausstellung noch einige Zeichnungen aus, die gewissermaßen den Schaffenszeitraum ausfüllen zwischen dem Bankett der Doppelköpfe aus den späten 1980er Jahren und der 2010 entstandenen tötenden Madonna. Wir sehen im Grunde genommen die Weiterentwicklung des Kaspers aus den Doppelköpfen heraus. Ja, er wird zum Drachen als 89, als er als die deutsche die Mauer fällt, ist er in Japan und kommt wird zum weißen Elefant. Er kennt im Drachen das große Symbol, das sich diesem weißen Elefant sozusagen in den Weg stellt, kommt zurück als weißer Elefant, den Drachen im Kopf, und plötzlich ist dieses asiatische Element der Drachen in seiner Bildwelt, den es vorher nicht gab. Vorher war es eben der deutsche Kasper. Die Vernissage ist für den kommenden Sonntag vorgesehen. Der Künstler wird persönlich anwesend sein, die Ausstellung selbst ist aber nur bis zum 6. Januar zu sehen, da man sich entschloss, wegen der Bauarbeiten für einen häufigeren Ausstellungswechsel zu sorgen.